ich meinem Bruder sogar gestern noch über die Schultern geguckt, als er das gemacht hat. Ich hab das Gefühl, hier kommen wir nicht so einfach runter. Los, Mick! Was? Maschinenkill? Was haben wir denn da gerade getötet? Oder war das noch eine Falle von uns, die da lag? Oh. Ja? Schaffst du es? Na komm schon. Wow. Dann halt nicht. Dann rennen wir eben rum. Schön leise jetzt. Was soll ich dazu sagen? Ich habe das Gefühl, das Spiel möchte nicht, dass wir da rumlaufen. Ja, wir können da auch rüber. Das Game sieht aber auch echt nice aus. Finde ich auch sehr cool. Wenn man sich echt alleine mal die Umgebung anguckt, der Tag- und Nachtwechsel. Also wenn ich jetzt hier runter kann. Nee, geht auch nicht. Was schon, Bikuto, siehst du nicht, dass Mick das nicht möchte? Nimm den wieder ra. Nimm ihn weg, meine ich natürlich. Ja, aber ich dachte, Mick ist jetzt mein treues Begleittier. Und der muss natürlich auch mal ein bisschen was riskieren, ne? Ey, also der hat heute echt einen Stock quersitzen. So wie der sich anstellt. Da will man mit seinem Mick gemütlich durchs Tal reiten. Und dann hält er vor jeder Schlucht an. Stampft mit den Hufen. Und macht nichts. Bienen sind hier in der Nähe. Blade punktet vor sich hin. Wir sind mitten in die Falle geritten. Ah. Ja. Bäume können auch sehr gefährlich sein. Boah. Guck mal, wenn Mick muss, dann kann Mick aber auch richtig schnell sein. Alle hopp. Bleiben wir mal hier vor diesem kleinen... Eiffelturm stehen. Oder das, was davon übrig ist. Ich kann mich entspannen. Das geht aber tief runter. Schauen wir mal. Was wohl da unten ist? Ups. Wollen wir mal kurz warten, bis die aufhören, uns zu verfolgen? Das ist echt manchmal anstrengend mit diesen Viechern. Aber was hat er geschrieben? Der hat einen Stock versitzen, ernsthaft? Wisst ihr, was im Mai wieder anfängt? Mordor, ein Monat. DTM Season 2017. Jetzt überlege ich auch gerade, DTM? Kann man da einfach so runter? Ich würde es tatsächlich mal austesten. Wobei, wenn nicht... Moment, ich gucke vorher lieber nochmal nach einem... Ich habe das Gefühl, hier gibt es kein Zurück im Moment. Ohohoho. Wir leben, auch wenn es unseren Beinen nicht optimal geht.
aber zwei Gesundheitstränke und der Beinbruch ist wieder weg. Oha. Metallblume Modell 1. Metallblumen? Tja, warum nicht? Erste Metallblume bekommen. Gleich auch als Achievement. Und die haben eine lilane Itemfarbe. Werden also irgendwie legendär oder unique sein. Sieht aus wie eine Mine. Ja, das dachte ich mir auch. So ein Wunschdenken hier. Deutscher Teleshopping-Monat. Ach nee, okay. Fast. Das ist keine Mine. Das ist eine Ruine. Schaut euch Verdammt, das an. In meinen Stiefeln steht das Wasser. Ich finde cool, wie geil sie sogar die Animationen machen, wenn man geschwommen hat und man nass ist. Dass sich Eloy dann quasi so abtrocknet. Ocon, geh da rein. Ist was von der Story. Ja, ich sehe das schon. Also, wir sind ja hier nicht ohne Grund hergekommen. Wir haben eine Energiezelle gefunden. Damit hat sich quasi eine, in Anführungsstrichen, Sidequest aktiviert. Und wie man sehen kann. Rotes Licht. Ich komme nicht rein. Lieber Scholli, das ist aber ganz ordentlich verriegelt. Ich glaube, die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. Mhm. Ja, 12, 15, 18, 21 und 0. Theoretisch, glaube ich, müssten wir erstmal... Wir gucken uns erstmal genau um. Das ist nichts Besonderes. Ist das ein Kampfanzug? Geil! Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, Blade. Guckt euch den mal an. Damit guckt man schon fast wie Raiden aus Metal Gear Rising. Also hatten wir doch da eine Tür, die man vielleicht hacken kann. Da kommen wir her. Ja, das war alles. Gut, dann begeben wir uns doch nochmal hier hin. In den Geräten sind keine Energiezellen. Mhm. Ich brauche Energiezellen, um sie in Gang zu bekommen. Untersuche die Schalter. Repariere die Sicherung. So, passt. Jetzt fehlt nur noch eine. Aha. Wenn wir noch eine Energiezelle finden würden, dann könnten wir auch noch diesen Schalter hier aktivieren. Und damit könnten wir quasi dieses Schloss wahrscheinlich dann anwerfen. Beziehungsweise den Mechanismus des Schlosses. Und könnten schon mal ein bisschen was weitermachen. Boah, aber das ist richtig geil. Also... Moment. Wir können. Ultragewebetests. Aha. MK. Zufall? Ich denke nicht. Nötiger Mindestwert 85 von 100. Ergebnisse. Ballistischer Test 91. Schrapnelltest. Lasertest. Schildintegrität. Aufprall. Torso. Mhm. Gewebe verengt sich nicht richtig bei lokalen Aufpralltests. Wir müssen die vorhandenen Sensoren verbessern oder mehr hinzufügen. Sind quasi Tests dieser Rüstung. Thug Admiral, einen wunderschönen Sonntagmorgen. Schön, dass du einschaltest. Genau, Tora schreibt es schon. Das ist eine, ja, Legendary-Rüstung, für die man diese Energiezellen eben benötigt. Wir brauchen jetzt eine Energiezelle, um eben diesen Mechanismus freizuschalten. Ich glaube aber, man braucht dann sogar noch viel mehr.
Ja, Con, Gettle mir solid. Na, rein sieht besser aus. Ja, das ist ein Argument, aber es kommt schon in die Richtung, ne? Definitiv. Tag, Admiral. Du brauchst aber noch mehr. Das hat zwei Schlösser. Das ist mir klar, Tora. Und die Nebenquest heißt Waffenlager. Mhm. Die Forest Streams habe ich leider verpasst, oder? Leider ja, Tug Admiral. Gibt es aber nächsten Samstag wieder. Kann ich dich herzlichst zu einladen. Es wird auch in den nächsten Tagen auf Mekons World, auf unserem YouTube-Kanal, wird es dann die erste Staffel geben. Ich guck mal, dass ich die Teile soweit dann schneide und hochlade. Gib mir endlich richtige Gewehre. Jupp. Genau. Rüstung. Aus der Zeit der Alten. Aber wie komme ich da ran? Um diese Rüstung werden wir uns dann im Laufe kümmern. Wenn wir wieder mal eine Energiezelle finden, dann werden wir hier zurückkommen und das mal aktivieren. Bin ich sehr, sehr gespannt. Für alle, die nämlich aufmerksame Aufpasser gewesen sind beim Spielen, die hätten schon die Möglichkeit gehabt, ganz zu Beginn des Spiels eine Energiezelle zu bekommen. Habe ich dann bei meinem Bruder gesehen. Da ich ja im Stream wirklich straight erstmal der Hauptstory folgen wollte und nicht so wirklich nachgeguckt habe, habe ich die erste Energiezelle verpasst. Muss man einfach gucken, wenn man nochmal nach Mutterherz zurückkommt, ob man da dann rein kann. Deswegen war ich ja heute Morgen kurz wieder in Mutterherz, aber der liebe Rash, und lieb ist hier ironisch gemeint, hat uns nicht reingelassen. Aber man bekommt wahrscheinlich noch an ganz vielen anderen Stellen auch die Energiezellen. Aber das werden wir dann einfach spontan auf uns zukommen lassen, wenn die Zeit reif ist. Zack. Mal Nebenquests, die wir wahrscheinlich annehmen können. Rede mit Maria in Mutterkrone. Ich denke, wir könnten uns auf jeden Fall mal nach Mutterkrone begeben. Heute. Stimmt, Dionok schreibt es auch schon. Ihr habt aus Zufall eine gefunden. Das stimmt. Oh, seit langem mal wieder über 20 Viewer. Und so konstant vor allem, ne? Ich heiße an dieser Stelle natürlich nochmal alle Zuschauer, die frisch eingeschaltet haben und auch schon länger dabei sind, sich aber noch nicht so im Chat bemerkbar gemacht haben. Herzlich willkommen. Oh, Vorsicht! Das wollte ich gerade machen und er war kurz und tief schneller. Mal kaputt galoppiert. Nice. Hast du fein gemacht, Mick. Mick hat mir mal letztens vorgeworfen, wenn er seine Solo-Projekte macht und er benennt ein Tier da nach Con, dann ist das immer so useless und kann nix. Und da würde ich ihm dann tatsächlich drauf antworten, ist er halt selber schuld, ne? Wenn er dem Con dann nichts beibringt, dann kann ja das Tier nichts für. Ich zum Beispiel, ich habe ja mein Reittier Mick genannt und ich sorge auch dafür, dass das ordentlich in Schuss gehalten wird und dass das auch ordentlich kämpfen darf, damit das gut wird. Ich meine mal, wenn es dann an meiner Seite ist, dann kann sowieso nichts schief laufen, ne? Ich will eigentlich abschalten, aber das X oben im Eck ist irgendwie defekt, kann das Fenster nicht schließen. Das kenne ich, Ichi. Wenn man bei uns den Stream anguckt, dann ist das immer so. Da kann man plötzlich nicht mehr ausmachen. Das ist nicht beabsichtigt.
Mutterkrone. Oh, bin ich mal gespannt. Das Blut. Ich werde sicher auch. Ich habe für den Rest des Tages nichts mehr vor. Ich auch nicht. Wollen wir auf einen Drink? Nein? Dann nicht. Mutterkrone. Sieht eher wie ein Militärlager aus. Ich wette, dieses Dorf hat schon bessere Zeiten gesehen. Das ist ein Argument. Aber die Bäume sind schön. Du darfst jetzt nicht zusammenbrechen. Der Stamm braucht dich. Ich hatte dort nichts sein dürfen. So viele Verwundete. Es ist ein schwerer Schlag für den Stamm. Das tut weh, aber ich habe daraus gelernt. Die Maschinen in diesem Zustand zu sehen, all die Verderbnis, die sie umgibt. Nächstes Mal folge ich den Regeln der Stammmutter. Die Grenze ist geschlossen. Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten. Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen nicht sehen, was darin ist. Ich werde nie mehr schwanken. Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Kann das wirklich so schlecht sein? Muss es wohl, oder? Sonst hätte man mich nicht bestraft. Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen, nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. She has warned us. Okay. Wir haben also quasi eine neue Markierung auf der Karte. Kurz gucken, dass man im Kopf behält, wo das ist. Im Norden, ne? Ah, hier. Brutstätte Sigma. Überprüfe Drahls Geschichte. Nicht, dass es sein kann, dass wir da die Fähigkeit erlernen, Maschinen des Types Sigma zu überbrücken. Das wären dann unter anderem die Wächter, die Rücken, aber auch die Sägezähne. Wäre sie Kruganerin, hätte sie keine Wunde bekommen. Das ist ein Argument. Hier ist sie, die Heldin von Teufelsleicht. Komm her, Mädchen. Ich will dich kennenlernen. Du bist also Aloy. Hallo. Der Kriegstrupp hat von dir erzählt, die Heldin von Teufelsleicht. Nur eine von ihnen. Ich kämpfte nicht allein. Bist du Maria? Baal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Karja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Karja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Karja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich, aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich.
Sie ist eine Rüstungsschwester. Wir beide tragen ungefähr dieselbe Rüstung. Ich glaube, diese Verderbnis habe ich gesehen. Die ist nämlich ganz oben im Norden, da wo wir das letzte Mal gespeichert und dann fortgefahren haben. Das Kaja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt, ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen und zur Göttin beten. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mit Sonas Hilfe. Obwohl sie Ruhe brauchte. Das wird sie keinesfalls einsehen. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Okay, eine Sache wollte ich noch mal kurz sagen. Das Kaja-Fort liegt also im... Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch... Was ist passiert? Der Krieg. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt. Ich entkam. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art... Okay. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Die ungläubigen Karte suchen hinter ihrer Festung und kann sie verstecken. Die Nora werden die Verbreitung der Verderbnis bekämpfen. Neugierde ist für Träume, nicht für Krieger. Die Verderbnis treibt die... Denn. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft... Sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... fort. Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du.
Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Okay. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Ah, gut, also das ist nochmal eine sehr interessante Nebenquest. Verdorbene Zone, Stufe 15. Das ist die Zone, die wir beseitigen sollen. Nicht die, die ich vorhin gesehen habe, denn die war Stufe 18. Okay. Noch eine verdorbene Zone und noch eine verdorbene Zone. Lieber Scholli. Die Ruinen könnten hier sein. Teufelsleid. Beziehungsweise, es wurde, glaube ich, Teufelsdurst gesagt. Okay, ich würde vorschlagen, ich mache nochmal eine kleine Pause. Blade schreibt auch indoktriniert oder was? Scheint so. Nochmal kurz 2 Minuten Pause, konnte ich nochmal eben platzen. Und danach gucken wir uns nochmal Mutterkrone ganz genau an und gucken, ob wir da noch jemanden zum Reden finden. Also nutzt die Zeit ebenfalls, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Frisch zurück. Ja, Poiseritis. Die Poiseritis hat dann auch mal gleich 5 Leute weggerafft. Das ist aber gut so. Wir möchten natürlich auch nur die hartgesottenen, starken und Punkt hier haben. Nein, Spaß. Natürlich darf jeder hier sein. Ein Schnellreisepaket. Neugierde ist für Träume. Zuflucht. So. Spartaklaus! Die Urmutter hat uns verlassen. Alle ich war selbst schon. Wir haben gespeichert. Hier ist ein Händler. Mist, hab nicht geschafft zu entkommen. Tja, schade, Ichi. Jetzt musst du hier bleiben. Was für ein Kompliment. War kurz weg, hab ich was Schnee verpasst. Und Nebel. Weiß wie Knochen. Das ist für uns nicht greifbar. Etwas düsterer Vergleich. Was für ein Kompliment. Ja, ne? Schikari, finde ich auch. Aber es kommt von Herzen, muss man sagen, an der Stelle. Liko Trosha, tut mir leid, Ichi, das muss echt schlimm sein. Boah, Leute, kommt, jetzt hört auf. Ich war selbst schon. Ihr habt viele Leben gerettet. Der Stamm kann es wirklich schätzen. Unsere schwarze Schwester. Die Verteidigung hält. Viel zu tun. Yeah. Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut. Wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft. Und Ariolinsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe jetzt Kühlsaft. Gut. Unser Eis und Feuer wird die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Das ist ein Jagdgrund, westlich von hier. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Okay. Vorratsengpässe. Sammle die Lanzenhornteile. Sammle eine Lanzenhornlinse. Wir haben hier noch eine Sidequest, ne? Genau da oben. Ausgestoßene. Sie hat das also überlebt. Treppen benutzen, so. Tiny. Kriegerin, Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eber heute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst.
Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Mutters Mutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm dieser Häute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Jagdglück, neuer Auftrag bekommen. Oh weia. Da ist gerade etwas getimeoutet worden. Na, nicht so schmerzhaft, wie Gold zu werden. Denk positiv. Vollkommen richtig, Shikari. Aber ich kann da aber einfach auf Lee Control verweisen. Einfach ignorieren. Was können wir denn machen? Was haben wir? Aufträge. Jagdglück, Vorratsengpässe, Zuflucht und Jagen für die Loge. Findet die vermissten Krieger in Teufelsoos. Das interessiert mich. Das würde ich gerne mal machen. Woran man erkennt, ob Maschinen verdorben sind? Ich hätte dort nichts sein. Okay, Tora hat wieder mal gesalzt. Sollen sich die ungläubigen Kaja doch hinter ihren Festungen und Grenzen verstecken? Die Nora, wer... Ja, klar, Shigeri, vollkommen klar. Wir gucken mal in Teufelsdurst nach den vermissten Kriegern. Denn Teufelsdurst klingt an der Stelle auch wie eine Ruine. Und so eine wollte ich mir ohnehin mal genauer anschauen von innen. Ich bin der Salzmann, ich habe die Macht des Salzes. Muhaha, mein Tora. Beschwöre doch den Zorn des Blades nicht hinauf. Schon im Chat ist gerade wieder actionlos. Kann Mick eigentlich... Ja, Mick kommt da durch. Hier wären wir, ne? Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. Oha. Das gucken wir uns mal an. Nicht? Vielleicht sollte ich dann mal die Kunst des Häutens bei ihm anwenden. Also wenn man es wohl... Aber wer hat gewonnen? Untersuche die Kadaver. Wenn man es wohl grazil macht, Shikari, dann kann das wohl auch sehr künstlerisch wirken und aussehen. Die Maschinenspuren führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschenspuren. Ah, da hinten ist der Langhals. Oh Gott, Shikari wird ganz warm bei dem Gedanken. Jetzt kommen hier die absurdesten Fetische zum Vorschein, wa? Muss ich mich aber nochmal kurz umgucken. Also die Ruinen müssten hier sein. Da, markiere Spuren. So, wir haben die Spuren markiert. Die führen uns jetzt quasi in die Ruinen rein. Das will ich mir ansehen. Wir lassen Mick mal hier. Die Konto schreibt auch, es wird interessant. Kannibale oder Jäger-Shikari? Foltergöttin. Nicht schlecht. Oh, sehr nützlich. Der war gut, Shikari. Der war echt gut. Ach du liebes Bisschen.